Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Alex von Noobtown Gaming und ich spiele hier noch eine Runde Sheltered. Das kleine Indie-Game, was von dem Leben nach der Apokalypse berichtet. Und eben gesehen während der Zwischenaufnahmen, dass hier alles so ein bisschen blinkt. Und jetzt habe ich mal den Wohnwagen angeklickt, um mal zu gucken, was da so drinne los ist oder was ich da so machen kann. Und jetzt lese ich das dir gerade mal vor. Also, das Wohnmobil bietet einen großen Lagerraum für Expeditionen in das Ödland und benötigt weniger Wasser als ein Fußmarsch. Das Wohnmobil benötigt Benzin. Ohne können keine Expeditionen unternommen werden. Ist logisch, weil es ein Auto. Sobald du alle Teile für das Wohnmobil hast, kannst du es im Planungsfenster für Expeditionen auswählen. Alles klar. Ach du meine Güte. Also da brauchen wir eine ganze Menge. Zum Glück nur eine Zündkerze. Ja, also da werden wir noch einiges zu tun haben, denke ich. So, was ist das hier? Ah, das ist der Wasserfilter, ne? Zustand 72%, alles klar. Das ist der Sauerstofffilter. Ja, ich wollte mal gerade gucken. Objekt ausrüsten. Bauen und verbessern. Neue Systeme zu bauen und sie zu verbessern ist wichtig, da sie dir dabei helfen werden, deinen Schutzraum effizienter zu führen. Du kannst Gegenstände im Ödland finden und sie dann für Verbesserungen und die Erstellung von neuen Gegenständen nutzen. Du kannst deinen Schutzraum vergrößern, indem du mit der Werkbank neue Räume anfertigst. Alles klar. Also, für eine Expedition. Ach, im Besitz steht ja. Ich wollte gerade sagen, für eine Expedition brauche ich logischerweise Gasmasken, weil. Geht nicht anders. Was ist das hier? Ein Grab. Na gut, das hoffe ich, brauchen wir nicht. Verbandskasten. Fallstrick. Schutzraumzimmer. Leiter. Okay, okay. Das können wir noch nicht machen. Alles klar. Versteck. Ein Platz, an dem du dich verstecken kannst, wenn in deinen Schutzraum eingebrochen wird. Pass aber auf, dass dich niemand reingehen sieht. Klingt logisch, ne? So, was ist das? Eine Brennkammer. Was macht die? Mit diesem praktischen Gerät kannst du überflüssige Objekte in deinem Inventar zerstören und dafür Kraftstoff für den Generator gewinnen. Oh, das ist natürlich nice. Ein Schlafsack. Gut, den sollte ich vielleicht bauen. Den baue ich direkt mal hier oben. Ja, warte, ist doch gut. Hey, wieso kann ich jetzt nicht hier platzieren? Wie kann ich die Zeit wieder anhalten? Ja, warte doch mal. Ich muss die Zeit anhalten. Ja, warte doch mal, ich will die Zeit anhalten. Stopp. Einstellungen. Steuerung. Vorspulen. Wie kann ich wieder anhalten, vorzuspulen? Ich möchte nicht mehr vorspulen. Der muss duschen, der Dödel, und der muss was essen. Dann ess du mal was. Komm, hier erstmal. Ich weiß nicht, wie ich wieder. Du hast soeben einem Schutzraumbewohner eine Aufgabe zugewiesen. Aufgaben erscheinen neben dem Porträt des ausgewählten Schutzraumbewohners. Du kannst maximal 2 Aufgaben aufreihen. Aufgaben umfassen Aktionen wie Instandsetzung, Reparieren, Fertigen, Essen, Trinken, Duschen und Schlafen. Du kannst eine Aufgabe durch Drücken der Kreistaste abbrechen. Ah, jetzt habe ich es verstanden mit dem Spulen. So, aber jetzt erstmal werden wir hier Expedition planen. Stelle deine Gruppe zusammen. Expeditionen ermöglichen es deinen Schutzraumbewohnern, das Ödland nach Gegenständen und Ressourcen zu durchsuchen und anderen Ödland-Überlebende in deinen Schutzraum einzuladen. Nix.
Also man muss ja auch an sich denken, ne? Du kannst so viele Expeditionen gleichzeitig haben, wie du willst. Jede Gruppe besteht aber aus höchstens zwei Leuten. Alles klar. Also da würde ich mal sagen, Rick geht auf jeden Fall mal mit. Und der Sohn geht mal mit. So. Plane deine Reise. Du kannst die Route deiner Gruppe genau bestimmen, indem du Wegpunkte auf der Karte einsetzt. Auf Expeditionen verbrauchst du Wasser. Je länger die Expedition, desto größer der Bedarf. Logisch. Also, wir sind hier. Dann werde ich erstmal zu der Kirche gehen. Dann dahin. Nur so eine kleine Expedition. Und dann wieder zurück. Oh ne. Bestätigen. Vorbereitung ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Expedition. Du wirst wohl einige Gegenstände mitnehmen wollen, um handeln zu können. Hinzu kommen Waffen für den Fall, dass dein physisches Wohlergehen in Gefahr ist. Vergiss nicht, alle Gruppenmitglieder mit Gasmasken auszurüsten. Sie können andernfalls im Ödland ziemlich krank werden. Okay, also der Rick. Zur Gruppe. Zur Gruppe. Ausrüsten. So, dann ist das als Waffe. Ein dünnes Metallrohr zum Fertigen verwendet, kann auch als Waffe ausgerüstet werden. Alles klar. Kriegt er erstmal so eine Waffe. So, und so. Gibt es noch was zum Tauschen oder so? Nee. Okay, jetzt kriegt Carmelo noch eine Gasmaske ausrüsten. Und das rüsten wir auch aus. Und sonst zum Tauschen gibt es erstmal nichts. Weil ich nichts zum Tauschen habe. Ich möchte erstmal ein bisschen sammeln. Bist du wirklich bereit, diese Gruppe ins Ödland zu schicken? Ja, bitte. So. So, und in der Zeit. Werden wir hier mal einen Raum bauen, um nämlich ein Bett reinzustellen. So. Ein Taub. Hallo, ist da jemand? Jemand versucht, dich mit Hilfe des Radiosenders zu kontaktieren. Wenn das geschieht, erscheint jedes Mal ein Symbol über dem Radiosender. Es ist wichtig, auf Funksprüche zu antworten, damit du mit Familienmitgliedern kommunizieren kannst, die auf Expedition sind. Erkunde und sammle Ressourcen, indem du mit Hilfe des Funkgeräts eine Expedition planst. Alles klar. Funkgerät annehmen. Hallo Abby, hier spricht Rick. Wir stehen etwas in der Ferne. Wir sehen etwas in der Ferne, was wie ein Holzlager aussieht. Sollen wir uns dort umsehen oder uns an die Route halten? Untersuchen. So, und du, ich weiß nicht, den Hund füttern, ob das jetzt so notwendig ist, ich weiß nicht, ob der sterben kann. Was kann man denn hier nochmal so, braucht man hier noch irgendwas? Wie steht noch eine Dusche, ne? Eine Dusche wäre, glaube ich, nicht schlecht. So müde. Ein Schutzraumbewohner ist müde und braucht Schlaf. Müdigkeit hindert sie daran, an Aktivitäten teilzunehmen. Die Erfahrung einbringen. Sie werden dir Bescheid sagen, wenn sie müde sind. Du kannst einen Gegenstand bei der Werkbank fertigen, um dieses Bedürfnis zu befriedigen. Habe ich vor, aber ich habe keinen Platz dafür. Ach, der Hund geht da durch diese Klappe, das ist ja lustig. Ja, doch, hier kann ich den hinlegen. Durstig. Ein Schutzraumbewohner ist durstig. Wasser zu trinken ist wichtig, da zu starker Durst zu Dehydration und somit zum Tod führen kann. Dein Wassertank sammelt automatisch Wasser, wenn es regnet. Und du kannst ebenfalls Wasser finden, wenn du das Ödland bereist.
Vom Gerät annehmen. Hier spricht Carmelo. Holzlager in Sicht. Hier scheinen Sachen herumzuliegen, die nützlich sein könnten. Was denkst du? Objekt untersuchen, natürlich. Objekte. Du kannst im Ödland gefundene Objekte rechts zu den bei dir getragenen Objekten links transferieren. Du kannst bei dir getragene Objekte wegwerfen, indem du sie austauschst. Also wir nehmen auf jeden Fall hier erstmal alles mit. Ne? Holz und das und das und das und das und das und das und das. Bestätigen. Ja. Also so. Du gehst jetzt erstmal schlafen. Erstmal tust du was trinken. Trinken. Komm, trink schneller. Und dann schlafen. So, und sie ist halt arg müde, ne? Und der Hund hat Hunger. Warte, dann brichst du das mal ab. Füll, dann gibst du mal dem Hund was zu essen. Oh, Funkgerät. Funkspruch annehmen. Dreh jeden Stein einzeln um. Das Durchsuchen von Orten ist die beste Möglichkeit, an Gegenstände und Ressourcen zu kommen. Die Menge und die Art der Gegenstände hängt von dem durchsuchten Ort ab. Du kannst an solchen Orten auch auf andere Ödland-Überlebende treffen. Sei also stets auf der Hut. Hallo, Rick am Apparat. Hier ist so eine Kirche und es sieht so aus, als könnten wir hier fündig werden. Möchtest du, dass wir uns einmal umsehen? Ja, bitte. Was geht denn? Ach so, da geht für ein Fleisch für weg wahrscheinlich, ne? Mist. Wie sieht das bei ihr aus? So, du bist jetzt mal aufzuschlafen und baust hier mal ein bisschen weiter. Und du darfst jetzt mal schlafen. Autschi. Schlafen. So. Hier ist schon wieder einer am Apparat. Carmelo am Basis. Kirche in Sicht. Anscheinend will hier jemand Kontakt aufnehmen. Was sollen wir tun? Mitwirken. Ich will mal sehen, wie das abläuft. An der Kirche. Hallo, ich habe hier draußen in letzter Zeit nicht viele Leute getroffen. Hi, keine Überraschung, oder? Heutzutage ist man nur noch gemeinsam stark. Ich kenne dich nicht, aber wenn du Verstärkung brauchst, dann biete ich dir meine Dienste an. Neuer Rekrut. Neue Rekruten, die den Schutzraum betreten, handeln automatisiert. Ihnen können Aufgaben zugewiesen werden, jedoch lässt sich die Automatisierung nicht abschalten. Auch können sie nicht auf Expeditionen geschickt werden, bis ihre Loyalität ausreichend hoch ist. Loyalität wächst mit der Zeit. Ist ein Rekrut zu schwer gestresst, wird er den Schutzraum verlassen. Automatisierung kann nach 3 Tagen deaktiviert werden. Nach 5 Tagen können Rekruten auf Expeditionen geschickt werden und sind nach 7 Tagen vollständig loyal. Royal? Nein. Oh, das tut mir leid. Ich dachte, dass wir noch Platz im Schutzraum haben. Doch mir ist gerade eingefallen, dass es schon ganz schön eng ist. Oh, ich verstehe schon. Es sind Leute wie du, die ganz plötzlich als Leiche auftauchen. Allein werde ich wahrscheinlich sowieso länger überleben. Das halte ich für ein Gerücht. In so einer Situation... Oh, wieder ein Funkspruch. Funkspruch annehmen. Hier spricht Carmelo. Kirchensicht. Scheinen Sachen herumzuliegen, die nützlich sein könnten. Was denkst du? Objekt untersuchen natürlich. So, ich weiß nicht, was ist das? Verbrannte Kleidung. Diese verbrannte Kleidung bietet keine Wärme mehr. Kann aber nach dem Recycling etwas Stoff abwerfen. Ne, das lassen wir hier. Das nehmen wir mal mit hier. Holz. Was ist das hier? Baumstamm. Es scheint ein Anzeichen von Fäule geben und die Rinde sieht etwas. Könnte zu einer kleinen Menge Holz recycelt werden. Okay, das nehmen wir mal mit hier. Das nehmen wir auch mal mit. Das auch, das auch, das auch. Kein Platz mehr. Was ist das hier? Zement und das ist Sand. Das brauchen wir nicht. Oder brauchen wir das? Ich weiß nicht. Weil, ich glaube, das lassen wir mal hier. Und dafür nehmen wir das hier mit. Ich glaube, das ist gut zum Tauschen. Aber wie kann man das hier denn freischalten? Mit dem Rucksack wahrscheinlich, ne? Die anderen... Naja, so.
So alt ist sie auch müde. Aber vielleicht können wir ja noch einen Schlafsack bauen. Objekt fertigen. Ja, können wir. Sehr gut. Den möchte ich nämlich noch einen bauen, weil zwei brauchen wir mindestens. So. Jetzt schauen wir mal. Schließen. Oh, das habe ich nicht gelesen. Ich bin so ein Trottel, ey. Sorry, Leute. Fortsetzen. Ja, da kommen die Jungs auch schon wieder. 48%. Sauerstofffilter. Ich glaube, den müssen wir auch mal reparieren hier. Oh, wir haben auch kein Klo, ne? Der braucht... Hey, ich möchte den auswählen, ja. Ah, okay. Durchsuchte Orte 2. Wahrnehmung beide plus 2. Du kannst bei dir getragene Objekte links in dein Schutzraumlager rechts transferieren. Nicht transferierte Objekte werden weggeworfen. Alles klar. Also, okay. Alles genommen, würde ich sagen. Und wie kann ich das jetzt recyceln? Kann ich das jetzt irgendwie recyceln? Bein einer Schaufensterpuppe. Oh. So. Nein. Bestätigen würde ich das. Ja. So. Und jetzt möchte ich, dass du dir einen... Nee, warte. Dass du ein Objekt fertigst, was eine Eimertoilette sein wird, die du bitte hier hinstellst. Und das der Rick, bitte. Ich hoffe noch, dass wir es hinkriegen, noch eine, jawohl, Dusche fertigst, die wir hier hinstellen. So. Und Abby? Abby schläft. Hope kann jetzt bitte schlafen gehen. So, wieso klingelt denn mein Handy die ganze Zeit? Das ist doch... Ich versuche hier vernünftig, seriously aufzunehmen, ja? Mein Handy klingelt die ganze Zeit. So. Dann kann der Rick jetzt mal... Ach komm. Duschen gehen? Kapazität des Wasserspeichers erreicht. Vielleicht sollten wir da auch nochmal einen hinbauen. Und der Mellow... Carmelo... Bisschen hier vorspulen. So. Automatisierte Bewohner des Schutzraums kümmern sich selbst um ihre Bedürfnisse. Bezüglich Hunger, Durst, Toilette, Müdigkeit und Hygiene. Drücke die L3-Taste, um das wahrscheinlich zu machen. So, Carmelo muss schlafen. Carmelo geht schlafen. So, was ist das hier? Okay. Ja, ich würde aber sagen, das war's erstmal für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefällt, lasst mir bitte ein Like und einen Kommentar da. Falls nicht auch, und damit ich sehen kann, was ich... Ah, das hier ist das Lager, oder was? Ja. Damit ich sehen kann, ob ich mich noch irgendwie verbessern kann. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir auf jeden Fall Feedback da lasst. Ja? Und, naja. Ich bin erstmal raus. Bis dahin. Haut rein, Leute. Ciao.